What the? Okay, stimmen wir mal auf. Ich kann nicht. Helf mir einer. Okay, ich werde mich ins Ziel rollen. Ja. Das werde ich tun. So. Vielen Dank für die Vorbestellung. Ja, da sind wir. Beim Goat Simulator. Ich sehe aus, hätte ich geschlafen. Habe ich nicht. Habe ich doch. Muss ja keiner wissen. Goat Simulator Nummer 3. Wir haben schon den Goat Simulator 1 gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es einen Goat Simulator 2 gibt. Ist mir jetzt fern. Oh, Lee Brain, mein alter Nickname bei Epic. Das macht aber nichts. Wir fangen direkt mal an und gucken mal, was hier abgeht. Ich gehe mal noch ganz geschwind in die Einstellung. Das kann ich ja dann gleich hinaus befördern. Das sieht aus wie unser Hund. Ich bin völlig gehypt. Alter, du hast gerade Leute überfahren. Nein, ich bin Opa. Ah, die stehen aber alle wieder... Nee, der da hinten steht nicht wieder auf. Der ist im Boden festgetrampelt. Ja, ich gehöre dir. Ja, ich werde die Beste. Stinkreich. Die Ziege macht mich stinkreich, nicht den. Ja, ich mich auch. Ja. Zeichen deiner Dankbarkeit. I watch the intro. Wir haben den ersten Erfolg. Und bitte keine Rückerstattung. So gut. Nein, ich werde es nicht zurückerstatten. Yeah. Yeah. Jawohl. Genauso habe ich es vorgestellt. Erstmal eine Runde pennen. Und wieder aufstehen. So, okay. Also, wir sind eine Ziege. Und die Ziege, die hat so eine ganz tolle Eigenschaft. Die kann so springen, ne? Sieht man ja. Und wir können die Kamera drehen. Und wir können dann auf einmal unsere Muskeln schlapp werden lassen. Das kann ich auch ganz gut übrigens. Also das heißt, wir können auch springen und dann einfach uns hinlegen. Gut. Ansonsten können wir natürlich viel Quatsch machen. Versetze Dinge, Kopfstöße. Pum. Okay, Achtung. Warte mal, bleib mal stehen. Pum. Und zum Schluss dir in die Nüsse. Pum. So, ich habe drei Dinge, einen Kopfstoß. So, lecken und ziehen. Da leckt mich doch einer am Arsch. Oh. Ich lecke und lecke. Okay. Oh, das war ein Doppelsprung. Alter, ich kann einen Doppelsprung machen. Nee. Okay, also wir können was lecken. Und, wir können unser Ragdoll hier benutzen. Das ist natürlich besonders geil, wenn man von weit oben wo runter hüpft. Achtung. Was kann ich jetzt synchronisieren? Der grüne Daumen. Die Krone der Ewigkeit. Da oben ist ein Gespenst im... Okay. Okay. Wir müssen ganz viele Dinge tun. Ganz viele Dinge. Okay. Blöken. Okay. Tab um neue Events anderer Dinge. Auf der Karte. Ich guck mal auf. Ah, oh, Alter, hier gibt's ja richtig was zu tun. Geh zur Ziegenburg, um eine Belohnung zu erhalten. Kannst du mal aus meinem Weg gehen? Patsch. Okay. Die Ziegenburg. Wir gucken mal hier in das Portal rein. Es muss ja nicht einfach nur aufgegangen sein, weil wir doof sind. Wenn Ziegen besonders aufgeregt sind, machen die folgendes. Die laufen erst so. Und dann machen sie... Hier sieht es irgendwie nicht so gut aus in der Ziegenburg. Burg der Ziege. Was ist passiert mit dir? Okay, stimmen wir mal auf. Ich kann nicht. Helf mir einer. Okay, ich werde mich ins Ziel rollen. Ja. Das werde ich tun. Ich bin die erste Ziege, die zum Ziel rollt. Komm schon. Gib alles. Fuck. Nein, in die Richtung. Ja, weiter. Yeah, du bist die Rollziege.
Das ist so ein Rollen, Ziegenrollkäse. Kennt ihr diesen rollenden? Ich schaffe es. Ich werde die erste Ziege sein, die... Ah, ich hab's geschafft. Okay. Jetzt muss ich aber aufstehen, weil sonst fange ich an zu stinken hier. So. Wand laufen. Sprinte von der Wand zu und springe darauf, um an ihr entlang zu laufen. Wuhu! Pam! Ich kann Dings. Wie heißt das? Ich kann, Parkour! Yeah. Warum stinke ich eigentlich? What the? Ah, okay. Jetzt ist es weg. Okay. Okay, okay. Allein das war's schon wert. Gut, wir treten mal auf dieses Siegel hier. Das sieht aus wie vierfüßige Superziege. Belohnung erhalten. Meine erste Belohnung, oder was? Okay, jedes Siegel ist wohl eine Belohnung und, was? Oh, das war jetzt aber flott. Dafür, dass sie eben nur durch den Dreck gerollt sind. Ja, das ist tatsächlich ziemlich gemütlich hier. Ja, okay, was kann man hier machen? Wissen aufnehmen. Schlappert dir das Wissen auf? Instinkt? Instinkte? Jetzt verfügbar. Okay, also, ich bin voll überfordert. Betrete dein Zuhause. Ja, habe ich gemacht. Ich wohne hier. Also in diesem Turm ist die Ziegenburg. Okay. Ankleide. Ist natürlich das Allerwichtigste mal. Wir können Dinge kaufen für Geld. Wir haben Geld? Woher? Ist der Vorbestellerversion oder was? Woran sehe ich denn, was ich habe? Verdammt. Da, 10.500 haben wir. Alles klar. Dafür können wir uns kaufen. Ja. Sushi auf dem Rücken, weil ich Sushi so mag. Perfekt. Okay, ich bin die Sushi-Ziege. Stromleitung. Hey. Jiha! Ich bin die erste Ziege, die rutschen kann. Hausfriedensbruch oder was? Oh. Die Ziege ist irgendwie noch nicht so stabil. Okay, jetzt kriegen wir hin. So. Ich kann schwimmen. Ich kann absaufen. Was hat die gesagt? Die hat was Freches gesagt, oder? Wer war das? Oh, die Oma hat eine... Oh, die hat mich gebraten. Oma? Okay. Boah, da kommt man nicht dran, da nehmen wir die. Ich will sie kopfstoßen. Hat die Motherfucker gesagt? Nein, hat sie nicht. Never ever. Okay, gut, gut, gut. Wir wollten ja eigentlich hier zum grünen Daumen. Hallo, ich bin nur eine Ziege. Lasst mich mal in Ruhe. So. Ich will ja gar nichts von euch. Ich will hier zum grünen Daumen. Neues Event. Was habe ich denn für ein Event hier? Pflege die Pflanzen. Samen Kopfstoß versetzt, ja. Gibt's hier was zum... Ah, da. Erst... Kopfstoß. Zweitens, Dünger auf die Pflanze. Dann Pflanze lieb zusprechen und... weiß nicht. Okay, wo ist der Dünger? Ein Ding Kopfstoß versetzt. Sehr gut. Ich merke, das ist mit Liebe gemacht worden. Ha. Lecken? Dünger geleckt. Ich hab Dünger geleckt. Ja, okay. Dünger lecken. Und jetzt Dünger da drauf streuseln. Haha. Jetzt könnt ihr den Dünger behalten. Moment mal, wenn ich mit dem Dünger den Kopfstoß mache und ihm das in die Fratze,
Okay. So, jetzt muss ich gut zureden. Lecken vielleicht? Lecken? Am Blöken. Ist doch klar, oder? Blöken. Kann ich da hoch? Nee, ne? Oh, doch bitte. Oh. Ich muss ganz, ganz vorsichtig sein mit der Bohne. On top of the Bohne. Und dann kriegst du einen Nervenzusammenbruch. So, oh mein Gott. Nein. Oh nein. Ich habe mir das Sushi-Brett gebrochen. Gut. So. Mach ein Rückwärtssalto. Rückwärtssalto wird wohl gehen, indem ich wo runterspringe und die Beherrschung verliere. Bin ich Naturdünger? Egal. Neue Ausrüstung steht zum Kauf bereit. Okay. Ausrüstung. Was ist denn bei denen Ausrüstung? Oh ja. Lifeguard? Nee. Da. Ne, oh. Gekauft. Ich bin nämlich die Aubergine. Ich tu die mal ganz nach oben reden. Okay, muss ich jetzt hoch? Nein, oder? Diese Sache, dass man einfach alles macht. Nein! Okay. Dsch. Dsch. Achtung! Dsch. Oh ne, es geht nicht. Doch. Dsch. Oh, tut mir jetzt aber leid. Oh, warte mal. Dsch. Ich hau dir meine Aubergine um den Kopf. Okay. Mach ein Rückwärtssalto. Dazu muss ich erstmal wo ganz hoch. Würde ich sagen. Boah, Dreifachsprung. Oink, oink und BÄM! Gut, es funktioniert. Läuft das Ding noch? Ja. Yeah. Okay. Ja, es tut mir leid. So. Ziegenverkauf. Ihr könnt mich mal. Instinkte anpinnen. Wo sind denn die Instinkte? Der hat mich getreten. Das finde ich aber nicht so witzig. Wenn du so weitermachst, lecke ich dich mal an. Und dann bringe ich dich da zu der Rampe, mein Freund. Moment. Stopp. Jetzt rückwärts fahren, bitte. Ja, fahr auf, ist keiner mehr da. Kannst rückwärts fahren. Komm. Nein. Der hat mich getreten, deswegen mache ich das. Nur weil er mich getreten hat. Schweinebacke. So. Wir werden gleich mal sehen, wer hier wen tritt. Hier ist nichts los. Ihr braucht nicht gucken. Hier ist gar nichts los. Tschüss. Mach's gut. Ja, wenn man eine Ziege tritt. Zu Tieren muss man immer lieb sein, mein Freund. So, wir sind gleich oben. Yeah. Eins. Zwei, eins. Und oh, man kann im Stehen nicht dreimal springen. Scheiße. Gut, also. Trete nie wieder eine Ziege. Hast du noch letzte Worte? Nein. Gut. Machen wir was Anständiges, okay? Wir wollen zum Beispiel mal diese Dinge anpinnen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Man, da. Hausfriedensbruch. Bringe den Senior zum Schweigen. Das ist der. Ah, da war Instinkte. Da waren sie, ich hab's ja gesehen. Instinkte, mein Gott. Mach ein Rückwärtssalto. Instinkt anpinnen. Ich pinge den Instinkt. Ja, gut, okay. Witzig. Mach ein Emote.
Um das Fahrzeug zu entführen, fahr mit. Was ist denn jetzt passiert? Okay, ich fahre ein Auto. Aber es ist schwarz. Ich weiß noch nicht warum. Also wie in GTA fährt sich nicht. Ich steig mal aus. Wer braucht denn ein Auto, wenn er eine Ziege sein kann? Fahren und mitfahren. Ich finde, das ist ein gutes Bild von mir. Ja, okay. Pock. Hallo, ich hätte ganz gern ein Dutzend Eier. Schneller. Ich guck lecker, oder was? Ich zeig dir gleich, dass ich lecker guck. Gar nicht. Hühner! Okay. Fell. Ich kann mein Fell auch noch ändern. Okay. Molten Core Fell, oder was? Ja, Lava? Nein. Ja. Nein. Ja. Und Hörner? Quad Hörner. Abgedreht. Ja. Ich glaube, die abgedrehten Hörner mag ich. So, also dann machen wir erstmal jetzt hier die Aufgabe. Mache ein Emote. Was mache ich denn? Wie laufe ich denn bitte? Okay, okay. Ich habe mich auch verlaufen übrigens. Wo ist denn der Ziegenturm? Hier. Der Instinktschrein. Puff. Eins, zwei und ab an die Statue. Yeah! Die vierte habe ich erwischt. Okay. Bin schockiert, wie viel der Mann da überhaupt. Du wirst keine geschmolzene Ziege überfahren wollen. Danke. Nur mehr Spielermodus erhältlich. Okay, dann wird noch einer dran glauben müssen. Mach ein Rückwärtssalto. Rutsch ab, ist mein Platz hier. Du auch, hier Baumstamm. Fußball? Auch mehr Spielermodus, ne? Ja, okay. Verstehe ich. Kann ich ja verstehen. So ein Rückwärtssalto macht man am besten, würde ich sagen. Am besten vom Dach. So, und zwar rennen, rückwärts und... War das jetzt nicht gut? Scheinbar nicht. Gut, ich soll den Chef zum Schweigen bringen. Wo ist er denn? Ist er das hier?
Sind jetzt Fische da? Fische! Warum brenne ich denn überhaupt? Ich bin die brennende Auberginenziege aus der Hölle. Golftasche geleckt. Ich hab doch dran geleckt. Aber ich sag mal so, er wurde wenigstens... Er wurde wenigstens, ich hab's angelegt. Okay. Mehr Jungfrauenkram. Mehr Jungfrauenkram. Gut. Ich hab was im Kopf stecken. Cool. Was ist das? Verwende F, um die Macht der Ozeane zu... Ah ja. Also ich kann jetzt quasi Wasser spucken. Ist das hier was Besonderes? Okay, die verbotene Frucht. Was ist meine Frisur los? Nur weil ich geschlafen habe. Was mache ich mit dieser Frucht? Weiß man nicht. Okay, okay. Mache ein Emote. Wie mache ich denn ein Emote, verdammt? Einstellung. Steuerung. Emote. Emote. Mach ein Emote. Habe die Ehre. Jawohl. Oder hier. Alles klar. Ich renne schon wieder so komisch. Habt ihr gesehen? Ja, ich habe was am Popo. Das ist nur eine Drüse. Die ist verstopft. Dann laufe ich halt manchmal so. Herrgott, es ist halt so. So, okay. Ja, meine Ziege zu personalisieren. Meine Ziege ist doch personalisiert. Das ist doch wohl hier... Ist doch wohl die personalisierte Ziege überhaupt. Was ist denn das? Ein Gummiwerfer. Serviert auf einer Ziege. Ja, das machen wir wieder aus. Wie kriegen wir das weg? Das ist zwar schön, aber... Packesel? Auch okay. Keine, alles klar. Wo kommen denn jetzt die Flügel her? Okay, Füße. Ja! Nein. Vielleicht? Oh. Vielleicht? Ja. Yeah. Flossen. Perfekt. Was haben wir noch? Fell. Haben wir ja doch schon geändert. Tony Shark. Ist das ein Skateboard oder was? Geil. Eine Ziege haben wir. Kopf, haben wir was dran? Ja. Eine Aubergine und ein Spieß. Ach, der hat eine Fähigkeit, deswegen ist er... Okay. Körper, haben wir was? Rücken, haben wir auch was gehabt? Nehmen wir Sushi nochmal mit. Füße haben wir an. Fell haben wir an. Hörner haben wir an. Erfolg erreicht! Schlage Leute mit einem Fisch. Okay, wir brauchen einen Fisch. Den Fisch gesehen? Nee, ne? Okay, und ich brauche die Zeitlupentaste noch. Zeitlupe, Steuerung. Zeitlupe. Rektor ein aus, ist klar. Zeitlupe, hier. Die muss ich da hinlegen. Ja. So. Das nehme ich dann die Zeitlupe. Eins. Zwei. Und dann kommt der Powersprung. Und ich habe zufälligerweise keine Körperspannung mehr.
Und? War das cool? Ich glaube nicht. Okay, rollen wir uns noch weiter. Gut. Entschuldigung. Ich hätte auch schlecken können. Wir brauchen einen Fisch. Schlage Leute mit einem Fisch. Wir brauchen einen scheiß Fisch. Hier ist kein Fisch. Wir werden immer noch einen Fisch finden. Okay, was haben wir noch? Mach einen Rückwärts... mach einen Rückwärtssalto. Also, wenn wir... wenn wir jetzt darüber hüpfen und da hochrutschen mit dem Ding und wir dort keinen... Warum? War noch ein Salto, oder? Nein. Okay, nochmal. Ich habe das Gefühl, dass ich... Yeah, 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 Solar Power! Steh mal auf. So, ich... Wenn ich die Beherrschung verlieren will... Muss ich den Knopf drücken? Muss ich anderen Knopf nehmen? Weil sonst kann ich nicht gleichzeitig hier tolle Sachen machen. Beherrschung verlieren? Lecken? Nein. Interagieren? Später. Blöken? Wo ist denn hier Ragdoll an aus? Da. Okay. Hammer? Beide. Ja, ja. Alles klar. So. Springen, Ragdoll. Hat nicht geklappt. 1, 2, 3. Funktioniert nicht. Okay. Ich wüsste doch nicht, wie ich es machen soll. Haben wir noch was anderes, was wir machen können? Außer Quests. Natürlich noch was anderes. Es ist die Zeit der Ernte. Hilft dabei, den Mähdrescher zu reparieren. Na klar, der war doch im Haus. Kann ich die Tür lecken? Nein, kann ich nicht lecken. Okay. Wir gehen halt eben die Tür durch die richtige... Ja, hört mal auf drum zu lecken. Auslecken. Pfui. Okay. Wo war denn jetzt der scheiß Mähdrescher? Wir sind doch hier lang gefahren, hat uns doch alles gezeigt. Den Turm der Ziege. Und dann war doch hier... Ach, da hinten. Gesoffen. Fast hätte ich dich erwischt. Was ist das? Ein Sattel. Also ich gehe jetzt zu ihm hin und lasse ihn auf mir reiten, richtig? Hier, die Touristin hier. Hallo. Was zur Hölle ist mit dem Kopf passiert? Yeah! Yeeha! Es sieht alles etwas merkwürdig aus. Er tut mir leid. Eins, zwei. Die Akro-Ziege kommt von hinten. Drei. Oh ja, das wird nahezu perfekt. Eins. Zwei. Jetzt lass dich auf mir reiten. Jetzt. Aufsteigen bitte. Drei. Und absteigen. Was war das denn? Das ist... Okay, gut. Irgendwie sehe ich merkwürdig aus. Findet ihr nicht auch, dass ich merkwürdig aussehe? Ich sehe merkwürdig aus. Okay, Mähdrescher, da ist er ja. Na endlich.
Hallo. So, das ist kein Mähdrescher, glaube ich. Das ist hier ein Traktor. Ich soll helfen. Also hier, das da. Wie mache ich das? Ich muss gerade hier diese Dinger wegstoßen hier. Oder was muss ich machen? Ein Fisch. Alles klar, da oben muss ich hoch. Ich bin voll die Skillziege. Nein! Seilknoten geleckt. Eine gute Ziege löst alles in einem Kopfstoß. Was zur Hölle? Wie sehe ich denn überhaupt aus? Okay, okay. Was soll ich jetzt mähen? Vollführe einen Trick, während dich eine Ziege reitet. Ein Trick? Ich merke, ich bin maßlos überfordert. Ah, das habe ich auch noch nicht gehabt. Oh. Okay, wir lassen es einfach stehen. Wir waren das nicht. Das waren wir nicht. Okay. Ich bin ein bisschen erschüttert. Oh, ein Trampolin. Wuhu, ein Trampolin. Die kenne ich auch von früher. Ja. Ja, früher war alles besser. Trampolin. Nein. Nein, nicht jetzt. Oh, ich habe Feuer gekriegt. Wieso habe ich denn Feuer bekommen? Okay, okay. Doin. Wo wollen wir hin? Auf dieses Teil da drüben. Oh, boah. Mein Euter ist durchgebrochen. Ist das Diskriminierung ist der eutertragenden Ziegen? Kann sein. Okay, einen noch. Okay, einen noch. Okay, okay, okay. Jetzt aber. Und... Jawohl, vorwärts umbringen. Eins. Weiter, weiter, Ziege, weiter. Dreh dich. Ja. Gib alles. Diese scheiß Schrift kann aber da weg sein. Sonst haben wir da gar keine geilen Aufnahmen. Oh. Oh ja, 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 ja. Ich komm nochmal rüber. Oh, fuck. Komm schon. Oh nein, oh nein, oh nein. Das wird schlecht für den Kopf. Oh. Au. Ah, Halswirbel. Okay. Aber wir sind ja nicht ganz unten. Was ist denn das? Ab.
Ist viel zu gefährlich hier oben für dich. Scheint warm. Oh. Ich glaube, ich brenne. Oh, ich brenne! Oh nein, ich brenne! Und jetzt rutsche ich wie die Sau, weil ich ölig bin. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was geht's denn hier? Okay. Hier geht's hoch. Puh! Ja! Ich brauche mal dein Auto. Entschuldigung, ich brauche mal das Auto. Dankeschön. So. Das ist eine Einbahnstraße, gell? Scheiße. Es ist doch klar, was ich vorhab, oder? Könnt ihr nicht mal die Ringe aus dem Weg räumen? Nochmal. Yeah. Okay. Wir laufen lieber. Wir sind Ziegen, wir laufen. Ziegen müssen immer laufen. Ich laufe als Ziege. So, mir fehlt ein bisschen der Inhalt, muss ich sagen. This is the end. Oh, hier geht's, glaube ich, zu diesem Meditationstempel. Ja? Hallo. Ich bin auch eine Ziege. Mhm. Wie du. Hätte Stevie. Nicht Stevie geleckt. Shit. Jetzt dachte ich, es wäre Stevie. Fisch geleckt. Wer ist denn Stevie, verdammt? Oh, hier ist es schön. Wer ist denn Stevie? Okay, ich habe neue Schuhe bekommen. Wer zur Hölle ist Stevie? Fisch geleckt, Fisch geleckt, immer noch ein Fisch. Okay, keine Ahnung, wer Stevie sein soll. Nicht Stevie. Wie witzig. Da ist wieder nicht Stevie. Wer ist es da oben? Ich komm mal hoch, Kumpel. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das liegt an meinen komischen Schuhen. Jetzt da drauf. Nein, nein, nein. Ich schreite Stevie einfach nicht. Oh, cool.
Hallo, ich bin zur Anwendung da. Ah, ja, okay. Entschuldigung, ich brauche diese komische Startuhr. Wenn ich das Ding Kopfschuss gebe, passiert nichts. Okay. Also. Auslecken. Ich bin die Milchkannenziege. Ja, ich habe ein Aufgabenproblem. Außer dumm aufs Maul fallen kann ich nichts. Ja, gut, ich bringe mal die Ziege heim. Und ja, wir haben ganz viele lustige Sachen, die wir machen können. Mir fehlt aber so ein bisschen der Faden. Ich bin völlig überfordert. Ich bin total... Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade geschlafen habe. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es ein total crazy Spiel ist. Was mit Sicherheit, ja, gut sein kann. Aber ich glaube, mir ist es ein bisschen... Bisschen zu crazy. Glaube ich. Hallo. Ich bin hier der Star. Gut. Double Balls Knocker. Single Ball Knocker. Und Tisch. Tisch. Tisch Kopfstoß versetzt. Ja. Ja, also. Ich, nein, nein. Nicht in mein Popo. Nein. Oh. Das war's. Die Kuh ist tot. Die Ziege, Entschuldigung. Ja, Ziege ist tot. Ciao, ciao. So, also. Goat Simulator. Wenn ihr noch dabei seid und guckt immer noch zu, dann mal hier mein amtliches Statement. Für mich ist es nichts. Ich bin einfach zu alt. Sehr wahrscheinlich. Verstehe den Spaß nicht. Ich bin zwar total dumm und kindisch im Kopf meistens. Aber es ist mir einfach zu... Weiß ich nicht, es gefällt mir einfach nicht. Es ist mir leider... Nee, ich wollte nichts mehr machen, wo ich keinen Bock drauf habe. Das war mir ganz wichtig, deswegen will ich auch keine Spiele spielen, wo ich keine Lust drauf habe. Es mag für alle anderen cool sein, für mich nicht. Wenn ihr jetzt natürlich total steil geht und ich hier 500 Millionen Anfragen bekommen würde, würde ich es natürlich tun, allein des Ruhms oder der Ehre wegen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe tausende andere Spiele, die mir besser gefallen und deswegen... lade ich zwar das Video jetzt hoch, aber ich glaube, das wird auf keinen Fall ein, ja, ein Freund der Serie werden. Alles klar. Ciao, miau. Und Abo drücken, bitte. Dankeschön. Ich bin eine Ziege. Ja.